Also Marlin ist die erste Künstlerin, die performativ im Raum arbeitet. Unser Raum versteht sich als Arbeitsraum und wir lassen Künstler hier frei neue Dinge entwickeln. Und Marlin ist die erste, die mit Performern und Choreografie hier gearbeitet hat. Also wir sind ja ein Ort, der regelmäßig Residencies macht. Wir haben häufiger im Jahr Künstler zu Gast. Und eigentlich hat Marlin selbst gar nicht große Anforderungen gestellt, sondern Freiraum zu haben und keine Vorgaben. Und ich glaube, das hatte sie auch. Also wir erhoffen uns vor allen Dingen, dass der Kontakt zu Marlin weitergeht, weil wir die Art der Arbeit neu für uns ist und uns auch sehr bereichert. Und wir hoffen einfach, dass sie wiederkommt und dass wir noch andere Künstler gerne auch aus dem Umfeld dafür gewinnen können.